Hallo, ich bin Andreas. Ich möchte nur mal gerade ganz kurz etwas dazu sagen, dass wir uns davor befinden, dass wir irgendeinen großen Sprung machen in einer Weiterentwicklung. Das Gefühl habe ich. Darum sind wir umgeben von so viel negativen Ereignissen, die zurzeit stattfinden, überall weltweit, und auch dadurch, dass alles ans Licht gebracht wird, alles, was verborgen war, alle Falschheit, alle Lügerei, kommt ans Licht und wird uns sozusagen links und rechts um die Ohren geschlagen, damit wir endlich aufwachen und den Mut haben, neu zu denken und neu anzufangen. Ich finde es sehr, sehr dringend, dass wir aus der Produktion von Kriegswaffen aussteigen, komplett uns nicht mehr geistig damit beschäftigen, Kriegswaffen zu konstruieren, weil das auch seine Spuren hinterlässt und wir werden das ernten, was wir geistig produzieren. Wenn wir es dann auch noch bauen und verkaufen, haben wir auch keinerlei moralisches Recht zu jammern, wenn irgendjemand plötzlich Bomben wirft. Und es gibt wieder einen neuen Krieg. Es gibt vielleicht den Dritten Weltkrieg. Da haben wir kein moralisches Recht, weil wir haben es ja selber sozusagen produziert, erschaffen, durch unseren Geist, durch unsere geistige Tätigkeit. Und alles, was geschieht am Negativen, alles, was an Auffälligkeiten geschieht, all die Kinder und Jugendlichen, die irgendwie in irgendeiner Form Scheiß bauen, um Aufmerksamkeit zu erlangen, die Steine von den Brücken werfen auf die Autobahn, dadurch ja, Autofahrer in Gefahr bringen. Leute, die Kinder oder Jugendliche, die auf den Autobahnen spazieren gehen, sich und andere in Gefahr bringen, das sind ja alles Sachen, das ist sozusagen eine Art Notglocke, die sie läuten, um aufmerksam zu machen, sie suchen einen geistigen Aufstieg, eine geistige Erhöhung, ein geistiges Vorankommen, neue Konzepte, neue Ideen, neue Technologien, neue Formen des Zusammenlebens, neue Formen des Wohnens, neue Formen der Fortbewegung. Das alles nicht irgendwann in 1000 Jahren, sondern jetzt. Und dafür brauchen wir all dieses, was im Moment nicht klappt. Und alles, was uns um die Ohren gehauen wird, was falsch ist, was vermodert, sozusagen vergammelt. So. Nein, wir müssen endlich anfangen, etwas zu machen. Und das delegieren, beteiligen. So viele beteiligen wie möglich an der Gestaltung und Umgestaltung. Ja, okay, das wollte ich jetzt mal sagen. Okay, ciao.